Geborgenheit haben, loyal sein. Wenn wir das erkannt und bearbeitet haben, dann können wir in Freiheit vorangehen und in dieser Freiheit Führerschaft übernehmen. Und wenn wir in Führung gehen und neue Sachen lernen, dann sind wir sozusagen auf eine bestimmte Art verrückt. Das heißt, nicht so wie die anderen, und damit fördern wir Weiterentwicklung bei anderen. Ich gehe voran, raus aus der Höhle, in die Gefahr. Und ich werde oft als verrückt bezeichnet, weil ich neue Dinge mache, weil ich die Welt anders sehe und das auch weitergebe. Damit nehme ich in Kauf, nicht mehr dazuzugehören zu einer Gruppe, weil ich mich sowieso und ohnehin verbunden fühle in Liebe mit allem, was ist. Egal, ob mir jemand ans Bein pinkelt, mir schaden will, mich verletzen will, ich mache mich verletzlich. Ich lasse mich auslachen, ich lasse mich mit Dreck beschmeißen, ich stelle mich zur Verfügung, neue Sachen herzugeben, meine Gefühle zu äußern, meine Gefühle bedingungslos zu zeigen und mich so verletzlich zu machen, auch dann, wenn ich verletzt werde. In meinem Herzenswissen bin ich verbunden mit allem, was ist, und gehe nur voran in dem Wissen, dass andere mir auf diesem göttlichen Weg nachfolgen. Und die dritte Ebene ist der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Das ist das systemische Prinzip. Und aus diesem Wissen heraus arbeiten wir heute nicht nur in Familien mit dieser systemischen Arbeit, in Aufstellungen, sondern genauso in Unternehmen, in Wirtschaftsbereichen und mit Partnern strukturiere ich gemeinsam sogar Unternehmenszusammensetzungen, um die Menschen in Liebe zusammenarbeiten zu lassen. Und wir rollen das auf, was nicht gesehen wurde, was versteckt ist. In diesem Coaching gibt es natürlich eine Fragetechnik, wie wir drauf kommen. Wir lernen, Genogramme zu erstellen, um diese Familienbilder herzustellen, wo wir Verletzungen erkennen können, die in der Kindheit oder bei den Ahnen passiert ist. Und wir lernen eine selbstentwickelte Reprogrammierungstechnik. Diese Reprogrammierungstechnik heißt Psyquare Coaching. Psyquare ist eine Psycho-Software, aber hat nichts mit Programmen zu tun, sondern nur mit geistiger Energie zu tun, wo wir die Möglichkeit haben, über einen integrierten Prozess, über Augenstellungen, Zungenstellungen, Armüberkreuzungen, Fingerüberkreuzungen und unterschiedliche Ablenkungstechniken wie Vorstellungen, Visionen, die Menschen in das Unterbewusstsein zu bringen. Also die Kontrolle aufzugeben und nur einen vorher vereinbarten positiven Glaubenssatz dort hineinzuspüren, zu spielen, der wieder zur Vernetzung dieses Gehirnsystems beiträgt. Also, solche Glaubenssätze wären: Ich liebe mich. Ich bin wertvoll. Ich bin wichtig. Was andere von mir erwarten, ist mir egal. Ich verwirkliche meinen Seelenauftrag. Ich mache mich verletzlich und zeige bedingungslos meine Gefühle, auch wenn ich dadurch wieder verletzt werde.
Ich mute meine Seelenaufgabe dir und dieser Welt zu. Und ihr werdet merken, in diesen 6 Glaubenssätzen ist eine Menge Weisheit versteckt, die natürlich sichtbar ist auf unserer Chakrenebene. Über diesen Prozess kommen wir so in eine leichte Trance, bringen wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, in so eine leichte Trance, die es möglich macht, in die Unterbewusstseinsebenen, in einer Gehirnfrequenz, die zwischen ca. 4 und 8 Hertz oder 4 und 12, 15 Hertz ist, Zellen wieder miteinander zu vernetzen. Und über diese Überzeugungen spüre ich dann, dass ich wertvoll bin und das von niemandem bestätigt brauche. Das ist dann das Selbstwert. Dass ich mich liebe und nichts tun muss, um von anderen geliebt zu werden. Das ist die Selbstliebe. Und ich nicht Angst brauchen muss, um dazu zu gehören zu dürfen, weil ich ohnehin in meinem Herzen in bedingungsloser Liebe verbunden bin mit allem, was ist. Über den Körper arbeiten wir mit Techniken wie Kristallheilungstechniken. Und da wurde ich in Träumen, in einer alten Erinnerung meiner lemurianischen Seelenverbindung, habe ich in Träumen erfahren, wie wir in Lemurien mit Kristallen gearbeitet haben, in Aufstellungsarbeit und in bis zu dreidimensionalen, physisch dreidimensionalen Kristallmustern, die um mich herum, meine Klienten herum, dann gelegt werden. Das sind Kristallmuster dreidimensional in heiliger Geometrie. Weiters ist ein Repertoire Rückführungen. Und Rückführungen bedingt, dass wir hellsichtig sind und die Energie in Visionen von unseren Klienten wahrnehmen können. Und ein wesentlicher Teil ist davon die Zirbeldrüsenaktivierung. So wie sie Humbert Smain, der große schamanische Maya-Lehrer, gelehrt hat, um eine intensivere Wahrnehmung zu haben und auch eine intensivere Ausstrahlung zu haben. Wir beginnen zu leuchten. Und das meine ich feinstofflich, so wie ich sage. Durch diese Ausstrahlung vernetzen wir selbst auch mehr Synapsen in unserem Kopf. Wir erschaffen Lichtgeometrien, durch heilige Geometrie im Gehirn. Wir lassen Lichtsymbole wandern durch regelmäßige Strukturen in unser Gehirn und vernetzen damit Zellen. Wenn wir zum Beispiel unseren Schädel betrachten und die mittlere Phase unserer Schädeldecke, ist ideal bei mir zu sehen, dann sind hier im Marklager der Großhirnrinde, also nicht in der Großhirnrinde, im Großhirnmarklager, sind hier beheimatet alle Selbstwertverletzungen, je nachdem mit welchem Organ, mit welcher Peripherie, mit der Hand, mit dem Bein, mit dem Knie, mit der Zehe ich einen Fehltritt begangen habe, mir etwas passiert ist, wo ich einen Schaden verursacht habe. Das ist dann ein Selbstwertthema für mich und damit kann ich alles, was ich hier mache in dem Teil vom Gehirn, wenn ich hier Lichtgeometrien installiere und mit meiner Aufmerksamkeit nachverfolge, kann ich hier Heilungen erlangen. Ich werde das in einer der nächsten Mittwochabendsendungen um 22 Uhr einmal vorstellen.
Wenn ich in Rückführungen betrachte, dann kann ich über mehrere Leben, über mehrere Ebenen in die Vergangenheit zurückgehen. Ich kann in Timeline-Arbeit in diesem Leben arbeiten und ich kann in die Schwangerschaft zurückgehen und ich kann über einen Holon-Scan machen, indem ich den Holon, das holographische, den holographischen Lichtkörper, wo bestimmte Informationen gespeichert ist, abscannen und ich kann über die Urzellen, über die ersten 8 Zellen nach meiner Zeugung, wo die Lebensprogramme installiert sind und diese 8 Zellen das ganze Leben physisch in meinem Körper sind, alle anderen Zellen erliegen dem Zellverfall, also ist auf diesen 8 Zellen meine Lebensbestimmung gespeichert und ich kann über diese 8 Zellen daher mit meiner Seelenaufgabe in Verbindung treten und so Heilungen bewirken. Ein wesentlicher Teil ist der Ausbildung, ist diese Vernetzung dieser 3 Ebenen. Und die wurde am besten dokumentiert von Dr. Gerd Hammer, dem viel gescholtenen und verfolgten deutschen Arzt, dem der Arztstatus aberkannt wurde. Ich bin nicht sehr einverstanden mit seinem ausgrenzenden Stil, aber er hat eine wunderbare Arbeit für die Welt geleistet, indem er das sehr gut dokumentiert hat. Und in dieser Vernetzung beziehe ich die Informationen her. Dann channeln wir natürlich die Informationen. Dafür ist es wichtig, sich eintunen zu können. Und da hellsichtig oder hellfühlig oder hellspürig ist das Gleiche, oder hellriechend zu sein, oder hellschmeckend zu sein, ist auch eine Möglichkeit, oder hellhörig zu sein. Irgendeine feinstoffliche Wahrnehmung müssen wir aktivieren, und das passiert über die Zirbeldrüsenaktivierung, über den heiligen, intimen Raum, heiliger Herzraum, also die 5. Herzkammer, der Hotspot des Herzens. Und das erzeugt in uns auch diese Heilungsenergie. Ich war am letzten Samstag in Bozen bei einem Mann, der ein Schädel-Hirn-Trauma hatte und seit April im Spital liegt, sich nicht bewegen konnte und sehr reduzierte Körperfunktionen hat. Er kann zwar die Augen aufmachen, er kann nicht sprechen, er hat einen starren Blick. Und ich habe seinen Kopf berührt, ich habe Licht in mich einfließen lassen. Ich bin im Gehirn, habe ich nicht mehr bewusst beurteilend denken können, sondern war in der Theta-Schwingung meines Gehirns, daher der Begriff Theta-Heilung. Eine Art Trance, wo ich nur die Energieflüsse spüre, und zwar das Licht vom Vater Himmel und von Mutter Erde von unten und von oben Vater Himmel vereinigen sich in meinem Herzen, in der heiligen, intimen Herzkammer und bilden hier so viel Licht. Und ich lasse beim Einatmen und beim Ausatmen ständig von oben und unten zugleich Licht in mich einfließen, in meinen Prana-Kanal. Dann im Herzen dieses Licht ausdehnen. Dann über die Arme in die Handchakren leiten und alles, was hier dazwischen ist, bekommt diese Herzschwingung von mir ab. Und es ist nicht meine Herzschwingung, es ist nur der Kanal. Es ist das Vereinigungslicht des göttlichen Vaters und der göttlichen Mutter. Das ist pure Heilenergie. Das ist eine Essenz dieser Ausbildung. Und daher dauert es einige Zeit, dies zu aktivieren über diese beiden Trainings
Und als drittes die Merkaba-Aktivierung ist ebenso ein Teil dieser Ausbildung. Durch die Merkaba nehmen wir Licht wahr in Geometrien und leiten die weiter. Ich merke, ich habe schon die Zeit etwas überschritten. Und wenn Sie mehr Details wissen wollen, können Sie das gerne nachlesen auf meiner Homepage www.lichtstrahl.org. Und da unter Ausbildungen finden Sie die Heilerausbildung, die Channeling-Ausbildung, die Kristallheilerausbildung. Die Heilerausbildung integriert die anderen zwei. Die nächsten Termine,